Hallo zusammen, ihr seht, es ist wieder Zeit für unseren Frauenfußball-Podcast. Auch heute wieder mal in einer neuen Location. Wir sind im Ibis-Café in Bar. Wir haben gedacht, wir brechen mal aus dieser Dualität von Luzern und Zürich raus und gehen mal dazwischen in die goldene Mitte. Goldene Mitte, für das habe ich heute die Lea wie immer, den goldenen Schnitt bei uns. Lea, wie geht's? Ja, eigentlich gut. Ein bisschen am Kränkeln, nicht gerade so fit, aber gell, es ist das Wetter, es ist die Jahreszeit. Irgendwann kommt es so weit, aber sonst geht es mir eigentlich gut. Du, es ist nicht so gut, wenn du am Kränkeln bist, weil da kommen wir gerade zu der ersten Story. Du hast einen neuen Trainer. Ja, wir haben überraschenderweise schon wieder einen Trainerwechsel gehabt. Wir haben erst gerade diesen Sommer mit dem Scott Chipperfield seit 4 Jahren mal wieder einen neuen Trainer an der Seitenlinie gehabt. Mhm. Und jetzt ist eigentlich völlig wieder erwartet, haben wir vor 3 Wochen erfahren, dass der Scott uns verloren hat auf den Winter. Er hat das Angebot aus seiner Heimat in Australien und hat das Wort genommen. Und ja, zum guten Glück. Hat unser Vorstand da recht gut gearbeitet und hat jetzt sehr schnell auf das oben runter, einen Ersatz gefunden. Und es ist jetzt eigentlich nahtlos übergegangen. Wir hatten letzte Woche unter dem neuen Trainer das erste Mal Training gehabt. Geht jetzt 2 Wochen noch weiter, dann gehen wir dann in die Winterpause und wir werden dann mit ihm 3 Kunden bestreiten. Ja, wie schwierig ist das für euch und vor allem für einen neuen Trainer? Ja, der Scott hat dann schon etwas geplant für jetzt die Vorbereitung. Hätte er das nahtlos übernehmen oder muss er jetzt von null anfangen? Also ich habe zumindest das Gefühl, dass unser neuer Trainer sehr gut vorbereitet ist. Wir haben auch erfahren, dass er schon lange im Trainergeschäft ist. Mhm. Sicher um die 30 Jahre. Er hat auch schon viel im Frauenfußball gearbeitet. Das ist sicher von Vorteil, weil er die Ligen kennt, weil er so ein Problemstellungen kennt und auch weiss, wie es läuft. Es wird ihm dann noch zur Seite jemand gestellt, der die ganze Athletik-Geschichten übernimmt, der Trainingspläne schreibt für die Vorbereitung. Und, ja, jetzt haben wir für die 2 Wochen, die wir noch trainieren, weil wir ja kein Spiel mehr haben, geht es vor allem darum, dass wir die Mannschaft ein bisschen kennenlernen können, dass wir nicht mehr ganz so intensiv trainieren, einfach, dass wir uns ein bisschen annähern da. Und dann hat er ja zum guten Glück doch 3 Wochen Zeit, wenn wir Pause haben, zum ein bisschen vorbereiten und Pläne stellen. Und darum habe ich das Gefühl, dass der Zeitpunkt im Moment gar nicht so schlecht war. Also wenn, dann jetzt. Mhm. Gerade so schön vor der Winterpause. Damit er dann auch wirklich Zeit hat, um seine Pläne zu konkretisieren. Und ja, ich schaue da eigentlich zuversichtlich drauf. Was ist die Stimmung in der Mannschaft? Es gibt sicher die Spielerinnen, die freuen sich weniger, weil sie unter dem Scott mehr gespielt haben oder für wieder andere, die vielleicht sich mehr freuen, weil sie unter dem Scott nicht mehr so viel gespielt haben? Ja, also es war zuerst natürlich eine grosse Überraschung da gewesen und es hat doch auch die ein oder andere Stimme in der Mannschaft gegeben, die so gefunden, wo sehr kritisch war, weil wir nicht davon ausgegangen sind, dass wir so schnell einen Ersatz werden finden. Weil wir jetzt auch im Sommer gesehen, auch im Sommer, bis wir den Scott gefunden haben, sind doch ein paar Wochen vergangen und wir haben uns eigentlich wirklich schon ein bisschen auf Worst-Case-Szenario eingestellt und sind schon ein bisschen das dritte, das vierte war ein Plan, okay, wenn wir jetzt keinen Trainer haben, wie bestreiten wir die Training noch, wie wollen wir sie gestalten? Wir sind da eigentlich schon ein bisschen am Plan B sortieren. Und ja, wir haben letzten Montag die Informationsveranstaltung mit einem Teil von unserem Vorstand, mit dem neuen Trainer, wo er sich vorgestellt hat, der Mannschaft gegenüber. Und ich habe das Gefühl, die dabei waren, sind fast alle dabei gewesen. Es hat die eine oder die andere aufgrund von Arbeiten oder Schule nicht kommen können. Die meisten sind dabei. Und, ich habe das Gefühl, nach dieser Kennenlernrunde ist die Grundstimmung eigentlich eher positiv. Natürlich wird, so wie es klingt, jetzt, vor allem auch mit dem Athletikteil, der doch professionalisiert wird, wird es ein bisschen anspruchsvoller. Und das hat die eine oder die andere vielleicht nicht ganz so weit. Das ist so. Ja, im Nachhinein haben sie immer mehr Freude. Ich wollte gerade sagen, aber grundsätzlich glaube wenn ich, alles kommt gut. Besser und, geht, und am nächsten Tag bist du nicht so müde. Und genau. Alles ist ein bisschen knackiger, alles geht ein bisschen besser, dann hat man immer Freude. Ja, und darum habe ich das Gefühl, dass die Grundstimmung im Moment trotz der Hektik, die das wieder reingebracht hat, doch sehr gut ist. Ja, wir haben natürlich jetzt auch viel Gesprächsstoff können rausnehmen, weil man gerade einen neuen Trainer gefunden hat. Und darum sind eigentlich, glaube ich, die meisten ziemlich beruhigt und vor allem jetzt auch gespannt, wie es weitergeht. Und ja. Eben an dieser Stelle, es ist mega unerwartet gekommen mit dem Scott, aber
Wir sind eben alle sehr verbunden für das halbe Jahr, knappe halbe Jahr mit ihm. Und ja, wir können es irgendwo aus privater Sicht natürlich nachvollziehen, dass man, wenn man sagen ja. hat aus seiner Heimat, das in Betracht zieht. Ja, ich habe noch mit Scott Shipperfield geredet. Er ist natürlich nicht mehr in der Schweiz. Kurz vor Weihnachten schon weg. Wegen dem konnte ich nicht auf Video mit ihm reden, aber ich durfte ein langes Gespräch mit ihm führen gestern. Er hat erzählt, nochmal unterstrichen, dass er euch sehr gerne hatte, dass er sehr stolz ist auf die Arbeit, die er gemacht hat. Und dass er einfach das Angebot annehmen musste, unter anderem aus anderen beruflichen Gründen. Er ist ja auch in der Spielerberatung ein bisschen tätig und mit seinen Camps und alles, was er hat in Australien. Er wollte eigentlich dort wollen. Noch mal einen Schritt weitermachen, was er nicht gesehen hat, ist, dass er nicht darf, sein Trainerdiplom abschließen. Das wird dann nicht akzeptiert. Das heisst, er kommt im Sommer wieder in die Schweiz. Ob er dann wieder im Frauenfußball kommt oder wo, dass er dann auch sein zweites Halbjahr als Trainer wird absolvieren, das weiß er noch nicht. Das wird man sehen. Aber er wird jetzt die Chance in Australien ergreifen und soll er auch, finde ich gut. Ich denke, er wird ja auch, er hat mir auch sicher gesagt, er wird weiterhin in der Schweiz wohnhaft sein, wenn er nicht immer in Australien ist, auch leider schon wegen seiner Söhne, wo da beide shootet. Und ja, wir bleiben gespannt, was der Scott Shipperfield dann weitermacht. Absolut. Ihr habt ihm sicher den Gefallen am Frauenfußball gegeben. Und das ist ja schon mal gut. Ich hoffe es und ich glaube, da haben wir schon ein bisschen pflanzen können. Das hat er auch gesagt. Ich glaube, es ist ihm auch nicht ganz so einfach gefallen, um sich dann verabschieden und zum gehen. Und darum sind wir gespannt. Wenn wir jemanden mehr können überzeugen vom Frauenfußball, dann haben wir unsere Arbeit, glaube ich, gut gemacht. Das ist einfach doof für euch. Er hat vielleicht auch die ein oder andere Verstärkung schon im Auge gehabt. Und es ist halt besser zum Rekrutieren, wenn man sagen kann, du spielst unter einem Scott-Shipper-Film. Nehme ich an, oder? Ja, ich meine, ein bekannter Name ist nie schlecht. Und es gibt auch eine gewisse Glaubwürdigkeit. Das ist ja so. Über irgendetwas blank hat, weiss ich nicht. Oder wüssten wir als Spielerinnen nicht. Ich bin aber davon überzeugt, dass mit dem neuen Trainerstaff, den wir jetzt an Bord haben können holen, da Leute dabei sind, die sich auskennen. Die sicher die eine oder andere Spielerin kennen, weil sie den Frauenfußball verfolgen, was vielleicht ein gewisser Vorteil ist. Jetzt gegenüber dem Scott, der den Frauenfußball bis im Sommer noch nicht kennt hat. Und darum bin ich jetzt gespannt auf den Winter und wenn wir da allenfalls noch ein, zwei Transfer machen könnten. Es wäre sicher nicht schlecht als Verstärkung für die Rückrunde. Und ja, bin da aber zuversichtlich, dass wir mit den Leuten, die wir jetzt können holen können, auch kompetente Leute haben, die auch da können aus dem Vollen schöpfen können. Ja, sind wir zuversichtlich. Bleiben wir gerade bei Verstärkungen und Fußball. Am Wochenende war das Zürcher Derby. Ja, auch bei den Männern, das ist aber egal. Bei den Frauen war auch das Zürcher Derby. Wir haben gesehen, der FC Zürich spielt gegen GC. GC, der auch immer besser wird, wie wir schon gesagt haben, sich immer mehr findet und dem FC Zürich auch wirklich den Schneid abkauft. Und sie ins Äußerste treibt, wieder ist es die Liebe mit den Standards. Und Zürich, Martina Moser, wie auch schon gegen Lugano und gegen Luzern. Zweimal, jetzt das zweite Mal gegen Luzern. Über den Match reden wir gerade noch. Jetzt auch wieder erfolgreich sein mit diesen wichtigen Goal, mit diesen entscheidenden Goal. Sie schießt per Feierschuss 6:0. Zürich gewinnt. Verdient, nicht verdient, ist immer die Frage. Nadja Fuhrer ist sicher eine der besten Spielerinnen auf dem Platz gewesen. Dementsprechend kann man immer sagen, ja, Zürich hat sich das Glück erarbeitet. Aber man muss insgesamt sagen, es war enger, als man erwartet hat. Hat Zürich ein bisschen besser? Ja, ich bin ja letzte Woche am Mittwochspiel in Luzern nach meinem eigenen Training die letzten 35 Minuten auch noch mitverfolgen. Und es wirkte so, als wäre Zürich im Moment nicht mehr so unbesiegbar wie auch schon in dieser Saison. Sie wirken angreifbar. Sie sind nicht mehr ganz so druckvoll in meinen Augen und nicht mehr ganz so überzeugend und erhaben wie auch schon. Es kann vielleicht daran liegen, dass es eine lange Saison war bis jetzt. Wir sind jetzt Anfang Dezember, es sind noch mal Spiele zu machen bis Mitte Dezember.
Natürlich war es eine lange Saison, gerade für Zürich sowieso. Sie haben eben so eine Champions League gespielt, plus die Cup, plus die Meisterschaft. Das steckt einem natürlich schon nach, und vor allem auch mental. Mhm. Hängt es irgendwann an. Irgendwann bist du an einem Punkt, wo, ja, wo du mental auch nicht mehr kannst aus dem Vollen schöpfen kannst. Und darum kann es gut sein, dass Zürich sich ein bisschen tief befindet. Was trotzdem für Zürich spricht und für auch die Qualität, die sie haben, dass sie trotz dieser Base oder trotzdem, dass sie nicht mehr so überragend oder erhaben auch in diesen Match auftreten, dass sie so ein Spiel trotzdem gewinnen. Mhm. Das Spiel, das eigentlich eher zugunsten des Gegners läuft, wo der Gegner phasenweise wirklich besser ist als Zürich selber. Mhm. Und trotzdem in den entscheidenden Momenten sind sie genug abgeklärt, dass sie dann die entscheidenden Goal machen. Per Standardsituationen. Mhm. Aber sie machen es. Und, ja, kommen so eigentlich mit einem blauen Auge davon, geben keine Punkte ab, gewinnen trotzdem. Und gleich glaube ich, dass es für Gegner wie jetzt auch GC, wo wir ja letzte Woche schon besprochen haben, wo sich so ein bisschen Aufwärtstrend befindet, oder jetzt auch Luzern, wo näher dran war. Ich glaube, für diese Teams ist es wichtig, um zu sehen, mal, wir können mitheben, wir können die Chancen aber erarbeiten, um Zürich effektiv zu schlagen. Mhm. Und, in meinen Augen gibt es diesen Teams ein gutes Gefühl, das sie aus diesem Match herausnehmen können, obwohl sie verloren haben, und wo hoffentlich dann auch wieder anheben und sie mitnehmen in die nächsten Partien. Und ich bin gespannt, ob sich Zürich so weiterentwickelt wie jetzt, oder ob sie aus dem ein bisschen rauskommen und wieder zurück so ein bisschen in die Altspur finden. Und wenn sie nicht aus dieser Spur herausfinden, bin ich gespannt, wie lange das noch gut geht. Weil in meinen Augen kann der Spielstil, dass du nicht mehr wirklich dominierst, dass du von außen sieht es aus, als würdest du nur das Minimum machen, das du musst machen, und nicht mehr mit voller Überzeugung auf dem Platz stehen. Und meiner Meinung nach kann das nicht ewig gut gehen. Ja, ganz klar. Ich meine, man hat gesehen, GC hat gewusst, wie den Weg zu machen, wie auch schon Luzern. Und du bist ja auch zu Luzern gesehen. Also die Minuten, die du bist geschaut, hat Zürich auch praktisch nichts gemacht. Mhm. Sie sind vor allem mit Verteidigen und ab und zu mal Rushes geführt. Vor allem nach der Einwechslung von Lorena Baumann beschäftigt gesehen. Was du in der ersten Halbzeit vielleicht ein bisschen weniger verpasst hast, Triana Fischer hat das Spiel gemacht. Triana Fischer ist wieder in alter Stärke, auch schon gegen, auch gegen GC. Sie ist immer ein Zentimeter kleiner am Ball, ein Schritt schneller. Weiß, wie die Ball antizipieren und holen. Und dann tut sie auch das Spiel machen, indem sie lange Ball spielt. Es kommt ihr entgegen, dass Fabienne Hum im Moment am Flügel spielt. Die zwei kennen sich. Da gibt es meistens lange Ball zu der Fabienne. Also wer meinen Live-Kommentar gesehen hat und gehört hat auf Facebook vom letzten Match von Luzern gegen Zürich, der hat gehört, wie ich langsam gelangweilt immer einen langen Ball von. Von der Rihanna zu der Fabienne Hum, weil so ist das Spiel gewesen. Aber das ist aus einer kleinen Ratlosigkeit entstanden. Weil Zürich nicht gewusst hat, wie man gegen das Pressing angeht. Denkst du, da hat auch die vielen Wechsel in der Innenverteidigung etwas damit zu tun? Zürich hat jetzt gegen Luzern. Mit der Cinzia Zender in der Innenverteidigung. Genau, gegen Luzern mit der Cinzia. Und gegen GC haben sie schon das fünfte Innenverteidiger in ein paar gezeigt. Oder? Wir haben angefangen mit Caroline Abbe und Malingut. Nachher Caroline Abbe und Rihanna Fischer. Dann Rihanna Fischer und Cinzia Zender. Dann Rahel Moser und Rihanna Fischer. Und Rahel Moser hat auch mal mit der Caroline aber gespielt. Also fünf verschiedene Innenverteidigerpaare in dieser Saison. Kann das an deiner Stabilität rütteln? Grundsätzlich natürlich kann das ein Auslöser sein, dass du nicht mehr ganz so stabil bist. Ich muss aber sagen, all die Personalien, die auf diesen Positionen gespielt haben, jetzt vielleicht abgesehen von einer Malin Gut, wo das aber sehr überragend und sehr abklärt gemacht hat, sind die meisten keine Neulinge auf dieser Position. Gut, Cinzia Zender jetzt vielleicht auch nicht unbedingt, aber
ich habe das Gefühl, im defensiven zentralen Mittelfeld mit vielen Verteidigungen und Aufgabenverteidigungen doch ähnlich. Ja, nicht gleich, aber es ist ein bisschen ähnlich. Bei Zürich spielen ist etwas Gleiches wie. Ja. Also Sechser spielen überall sonst ist das Gleiche wie Zürich in einem Verteidiger spielen. Ja. Und darum glaube ich, dass das schon nicht ganz verkehrt ist. Ja, natürlich gibt es nicht so eine Grundkonstanz, wenn du personell immer musst umstellen musst. Ich habe aber auch in dem Spiel nicht das Gefühl gehabt, zumindest das, was ich gesehen habe, dass die Innenverteidigung das Problem ist. Also das Problem in Anführungszeichen und Schlusszeichen. Ist es nicht. Oder dass dort, von dort aus irgendwie eine Unsicherheit ausgegangen ist. Ist es auch nicht, nein. Ich habe mehr das Gefühl gehabt, dass man im offensiven Bereich ab der Verteidigung vorwärts, gerade auch im Mittelfeld, auch der Sturm, dass man da gewisse. Ja, die Laufbereitschaft war nicht so wirklich da, gewesen, wenn man im Ballbesitz war. Dass man Anspielstationen bietet, dass man so ein, ein kreatives Element drin hat. Und dann ist es natürlich so, als Innenverteidiger, wenn du Spiel machen musst und wenn sich die Positionen, die sich vor dir befinden, nicht so bewegen, dass du wirklich eine flache Spielauslösung kannst machen kannst, dann kommt halt immer wieder der lange Ball. Und gerade Rihanna Fischer, die den langen Ball sehr gekonnt spielt und sehr abgeklärt, ist es keine schlechte Variante, aber es wird einfach mit der Zeit sehr durchsichtig, sehr durchschaubar, sehr vorhersehbar und es macht es ein bisschen einfacher für den Gegner, weil man sich darauf einstellen kann, was jetzt als nächstes wird. Ich denke sowieso dort zu Luzern, wenn nicht Cinzia neben der Rihanna gespielt hat, hat Zürich den Match wahrscheinlich noch verloren, weil Glenn Meyers Team stellt sich in der zweiten Halbzeit genau auf die Bälle und Rihanna hat keinen Platz mehr, keine Zeit mehr, um den langen Ball spielen. Und was passiert? Cinzia will den langen Ball spielen. Und sie kann das. Und Caro kann das weniger. Carolina B. Ist ja schon in der Nazi immer das Thema gewesen. Spielauslösung ist nicht ihr Ding. Sie kann kurz passen, gute Laufbereitschaft. Sie kann den Raum einteilen. Sie kann antizipieren, aber sie hat keinen guten langen Ball, keinen guten Pass. Also, für unsere Liga schon, aber auf internationalem Niveau. Und dort hat ihnen entgegengespielt, dass die Cinzia dort gespielt hat. Allgemein, Luzern lässt dort einen extrem guten Eindruck zurück. Oder? Ich meine, was wir gesehen haben, war ein riesiger Match von Luzern, weil Zürich ist doch ein paar Stufen weiter, aber man muss ja nur anschauen, wie viele Nationalspielerinnen und ehemalige Nationalspielerinnen dort auf dem Platz gestanden sind. Obwohl es der zweite Anzug von Zürich war. Oder? Wir reden Mami Megro, Fabienne Hund, Patricia Willi, Kumbasso, Cinzia Zinder, Leslie Ramseyer, Telvira Herzog und Sandrine Moron. Acht von elf sind im Nationalteam, oder? Bei Luzern sind sie im Moment zwei oder drei, wenn du Natascha Hohenegger noch dazu zählst. Also es ist nicht ganz ausgeglichen gesehen. Aber Luzern macht einen riesen Match, vor allem Julia Hölci. Sehr, sehr engagiert. Ab und zu ein bisschen zu ballverliebt. Daran hält den Job kann nicht mitzutun. Dafür ist Irina Brütsch Schritt zurückgekommen. Im Mittelfeld hat sehr gut ausgesehen, sehr gut gespielt. Auch sie zwei, dreimal den Ballspot gelöst, sonst wäre es 3-1 gestanden plötzlich. Also Luzern weiss, wie man shootet. Und das ist sicher, das Luzern, das man sieht, letzte Woche, ist sicher ein Versprechen auch für den weiteren Verlauf dieser Saison. Wir haben gesehen, es war eine sehr gute Teamleistung gewesen, aus meiner Sicht. Die Laufbereitschaft, die Kampfbereitschaft und auch das war alles vorhanden gewesen. Und man hat auch wirklich gespürt, dass da 11 Frauen auf dem Platz stehen, die miteinander etwas erreichen wollen. Und natürlich hat Luzern auch ein bisschen Pech gehabt. Sie haben beim Stand von 1-1 den Penalty noch zugesprochen bekommen. Haben den verschossen zu einem sehr entscheidenden Zeitpunkt in dem Spiel. 67 Minuten gespielt. Ich denke, wenn man dort das 2-1 machen kann, dann läuft das Spiel wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders. Und, dann bricht Zürich zusammen. Genau. Und das hat natürlich Zürich dann extreme Karte gespielt. Sie sind ja zusammen mit dem Penalty gerade ihren Doppelwechsel vollzogen. Genau. Und dann mit der Lorena Baumann und der
Martina Moser ist ganz eine andere Dynamik in das Spiel. Ja, es ist wieder viel mehr, überhaupt viel mehr Dynamik drin gewesen wie vorne. Es sind, wirklich, du hast gemerkt, es ist frischer Winter und es ist wieder Zug, offensiver Zug zum Goal da. Und, ja, es ist noch mal eine Portion Wille hineingekommen, wo man vorne so ein bisschen, vorne war es so ein bisschen lethargisch gewesen. Man hat sich so ein bisschen mit dem 1-1 abgefunden gehabt, hat so ein bisschen gewirkt. Und, mit dem Doppelwechsel hat man von Staff-Seite sicher die richtige Entscheidung getroffen. Und es war sicher mit dem Grund gewesen, dass Zürich das Spiel nachher für sich entscheiden konnte. Das, was ich gesehen habe und kann beurteilen, wäre ich der Meinung, das Unentschieden wäre sicher verdienter gewesen, gerechter gewesen wie der Sieg von Zürich. Nicht, dass er zu 100% gestohlen gewesen wäre. Nein. Das nicht, aber Luzern hätte sich einen Punkt sicher verdient. Am Ende des Tages musst du den Ball in die Kiste bekommen. Und das tut Zürich. Und ich meine, dort ist auch Luzern verteidigt schlecht in dem Moment. Ja. Denkt nicht nachher, lässt Karim Bern nicht zur Flanke kommen, das darf nie passieren. Ja. Und dann auch im Strafraum Chantal Ruf und Rahel Graf, die bis dahin ein super Spiel machen, lässt Martina Moser Schritt kleiner kommen. Die lässt sich halt nicht zweimal bitten, hat den Fuß an und das gibt das Goal. Aber Natascha Honecker hat einen guten Match gemacht, das ganze Team allgemein. Nicole Scherer hat einen extrem guten Match gemacht. Sie war mega gefordert mit Fabian Humm und der Julia Stierli. Zwei Hochkarätige, die habe ich auch noch vergessen. Also 9 Spielerinnen, die auf Nazi-Level spielen bei Zürich. Oder? Und da hast du schon gemerkt. Luzern hat sich auf den Match eingestellt und du hast es angesprochen, der Penalty. Ich habe das schon mal besprochen, auch schon im Interview nachher. Der Glenn, die Rina Brütscher nimmt sich den Ball und der Glenn sagt, Iri, vergiss das. Auch wenn sie ihn 2000 Mal verschießt, sie muss das machen. Und was macht Melanie Müller? Sie verschießt einen von diesen 2000 Mal. Wie sinnvoll ist es, so eine Spielerin zu zwingen, einen Penalty zu schießen? Ja, ich bin da immer ein bisschen zweigespalten, weil ich bin immer der Meinung, man kann seine Strategie haben und trotzdem, wenn du auf dem Spielfeld bist, bin ich der Meinung, es sollte die Spielerin den Penalty ausführen, die sich in der Lage fühlt und die sich in dem Moment gut fühlt und überzogen ist davon. Auf der anderen Seite verstehe ich den Glenn. Melanie Müller ist sicher eine Spielerin, die wo auch ein gewisses Erfolgserlebnis braucht. Und ich verstehe seinen Gedanken dahinter, dass er eigentlich eher möchte die Angst nehmen, weil sie in der letzten Zeit ein oder zweimal einen Penalty verschossen hat. Schon zweimal, und, das ist jetzt der dritte Erfolg. Dass er eher möchte eigentlich die Chance geben, um sich selber auch können beweisen, es geht doch. Den Gedanken verstehe ich absolut, aber ich habe von außen, man hat gesehen, sie möchte eigentlich nicht. Und in dem Moment ist immer so die Frage, was ist einem in dem Moment wichtig? Ist der Lerneffekt, das, was man in dem Moment pushen möchte? Oder sagt man, nein, man möchte eigentlich in dem Moment auf das gehen, auf die Intuition der Spielerinnen und das entscheiden lassen? Der Glenn hat sicher seine Gründe, wieso er diesen Weg wählt. Und ich nehme auch an, so wie ich ihn einschätze, wird er diesen Weg auch weitergehen. Ja, wird er ganz klar. Also, wie er im Interview geredet hat mit mir, gibt es keine andere Lösung für ihn. Ich verstehe völlig, woher das er kommt. Oder? Und was er sagt, stimmt schon. Lieber sie verschießt hier einen Penalty gegen Zürich, wo aber extrem auch wichtig war von Luzern jetzt der Punkt, als sie verschießt ihn nachher in der Champions League, wenn sie im Ausland spielt. Also er ist überzeugt davon, dass Melanie den Schritt ins Ausland wird wagen und machen. Sie ist ja recht jung, sie ist erst 22, oder? Von dem her ist das keine abwegige Überlegung. Ich bin da auch zweigespalten. Ich verstehe seinen Approach. Würde auch im 1-zu-1-Coaching gut heißen. In dem Moment aber habe ich ihr auch angesehen, dass sie das nicht will. Und dass er so eingeschrieben hat, hat sie eben noch mehr unter Druck gesetzt. Ich frage mich auch, ob zum Beispiel bei einem Männerteam ein Spieler sich dort einfach dem Trainer widersetzt und gesagt hat, nein, er schießt nicht. Dort ist so wie, okay, ich muss halt. Oder das ist die, und es ist mega schwierig. Also, aber wenn sie nicht wetten, hätte ich dort lieber die Rina schießen. Weißt du, was ich meine? Ja, eben, das ist so, eben, das ist eine Frage, das ist eine Standpunktfrage, oder?
welchen Standpunkt das man vertritt. Und man hat ganz klar gesehen, welchen Standpunkt dass der Glenn in dem Moment vertreten hat. Und ich finde es auch völlig okay, dass er das macht. Und vor allem auch, dass er dann nachher auch dazu steht und sagt, ja, und wir werden den Weg weitergehen. Und das ist der Standpunkt, den ich vertrete. Und das ist der Weg, den ich möchte gehen mit der Melanie, damit sie wachsen kann an dem. Mhm. Und ich bin mir sicher, wenn er das weitergeht und mit den Ideen, die er hat, wird das irgendwann auch Früchte tragen. Du kennst Melanie ja gut. Wirkt das bei ihr, die Art von Enforcement? Ja, das ist jetzt die grosse Frage und das grosse Fragezeichen auch für mich, wo sich stellt. Aber wenn du natürlich mit Melanie jemand bist, wo nicht ganz so fast Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen strotzt wie andere, obwohl du eigentlich alle Gründe dazu hättest. Weil es ist auch das, eben, wie gesagt, das war also ein riesen Match. Ich habe Spieler gesehen, Fußballer, auch Profis, die halb so viel können und aber zehnmal mehr Ego haben. Ja, und das ist sicher ein Problem in dem Sinn, einfach, dass sie viel mehr können, wie sie sich selber zutaten. Und das merkt man natürlich in so Situationen wie mit dem Penalty. Oder? Darum habe ich schon das Gefühl, sie hat einen grossen Schritt vorwärts gemacht auf der persönlichen Ebene unter dem Glenn. Und dass er schon weiss, wie er das anstellen muss, damit sie dort einen Schritt vorwärts kommt. Und darum bin ich der Meinung, ja. Er arbeitet jetzt sehr intensiv mit ihr schon zusammen, seit sie bei Luzern ist. Und er wird wahrscheinlich auch wissen, dass das der richtige Weg für sie wird sein. Und so wie in Luzern auch als Team einschätzen, stehen sie auch zu dem. Und sie stehen auch hinter der Melanie. Und das finde ich eigentlich extrem wichtig, auch in so einem Moment. Also ich finde, das hat man auch gesehen auf dem Platz. Ja, ja. Also niemand hat ihr etwas vorgeworfen. Genau. Aber die Nasenkrümpfe sind wahrscheinlich schon spar und auch zu Recht. Es wäre die Chance gewesen. Ja, die Chance. Oder? Und vor allem, wenn Zürich da Punkte abknüpft, dann bringst du sie auch noch mal in eine Bedrängnis. Ja. Und eben, wenn man jetzt in diesem Match schaut, Lugano gewinnt, recht sauber gegen GC wieder. 2-0 Lugano gewinnt. Das Wochenende auch wieder 5-0 gegen Yverdon, das heisst, Lugano zieht jetzt davon mit 24 Punkten, oder sogar 27, bin nicht sicher, weil irgendjemand hat beim SFV eingetragen, dass die Match abgebrochen sind, dann sind die Punkte nicht gerechnet worden. Also ich glaube, Lugano hat mittlerweile 27 Punkte, Luzern bleibt auf 19 hocken. Ja, jetzt ist halt der zweite Platz langsam weg. Sicher jetzt für den Winter, unabhängig davon, was sie heute oben gegen Basel machen. Aber es ist auch gleich. Es ist eine Philosophie. Eine Philosophie, wo man muss sagen, kommt schon der nächste Punkt. Der Glenn hat auch eine andere Philosophie gehalten in unserem Interview. Ich habe eigentlich nur gefragt, pro forma, wo ist Rahel Job? Und da sagt er, Rahel macht eine schwierige Zeit durch und er hat ihr eine Pause gegeben. Für jetzt, so lange wie er es braucht. Wie wichtig ist es, dass man so Spielerinnen, die doch vielleicht die ganze Welt auf einmal auf sie eingekracht ist und plötzlich sind 1000 Türen offen, dass man die auch wieder wegnimmt vom Rummel und ihr sagt, hey, schnuff durch. Geh in die Schule, mach dein Ding, darfst erst Ende Woche kommen. Oder Ende Monat. Es ist extrem wichtig in meinen Augen, weil ja, das ist sicher ein grosser Unterschied auch zum Männerfußball hier nochmal, weil im Frauenfußball die Aufmerksamkeit oder das Rampenlicht doch eher außergewöhnlich ist und nicht so weit verbreitet. Es ist auch nicht das, was die meisten Frauen danach streben. Die meisten bleiben doch eher gern im Hintergrund. Ja, merken wir immer wieder, weil auch viele nicht möchten ein Interview geben. Einfach weil es auch nicht so verbreitet ist wie im Männerfußball und es gehört nicht so dazu. Jetzt hast du so eine junge Spielerin, die so talentiert ist und die vom einen Moment auf den anderen plötzlich im Fokus steht. Im nationalen, im internationalen wahrscheinlich auch. Ja, belgische Medien, holländische Medien haben über sie geredet. Und es ist natürlich schon eine Situation, wo nicht dem Alltag entspricht und wo wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach ist, um damit umzugehen. Und das schätze ich von außen am Glenn Meyer sehr, dass er sehr ein menschlicher Trainer ist und auch auf der menschlichen Ebene versucht, wirklich
auf seine Spielerinnen können einzugehen können. Mhm. Und wenn er als Trainer das so empfindet, dass Rahel eine Pause braucht, dann wird das sicher die richtige Entscheidung sein. Mhm. Und ja, das ist auch einmal mehr. Genau darum ist es ein Teamsport, Fußball. Und du musst es auch können so kompensieren, dass du dann als Mannschaft zusammenstehst und sagst, ja, wir könnten sie zwar wahnsinnig gut brauchen, aber im Moment ist es sinnvoller, dass sie Zeit hat für sich, weil sonst wirst du sie eben genau verheizen. Und das ist ja das, was wir in der Nazi schon angesprochen haben. Das ist genau so eine Problematik, vor allem bei den jungen Spielerinnen. Wie viel Druck ist richtig, wie viel kann man ihnen zutrauen, ohne dass man sie verheizt und ohne dass man ihnen die Lust am Fußball nimmt, ohne dass man ihnen zu viel aufbürdet. Und ja, bei der Real-Job wirkt es so, als wäre das jetzt gerade der Moment gewesen, wo man eingreifen musste und wo man sagen, okay, es ist gerade ein bisschen viel auf einmal gewesen und wir bremsen das. Ja, ich denke, es ist halt auch. Ich habe ja zugeschaut, wie der holländische Kollege sie interviewt und wie sie sonst angesprochen worden ist von vielen Leuten. Ich war ja dort bei dem Nazi-Match noch dabei gewesen. Man hat sie sehr gedrängt auf einen Wechsel ins Ausland. Der nächste Schritt muss kommen und so weiter. Und, ich glaube schon, dass dann vor allem, wenn du. Ich masse mir nicht an zu sagen, ich kann Rahel gut. Aber ich habe jetzt doch schon ein paar Mal mit ihr geredet, dreimal interviewt. Vor, nach den Interviews, nach anderen Matchen redet man miteinander, schaut man, wie die Person sich gibt und so weiter. Und natürlich die SRF-Doku. Rahel ist, glaube ich, so ein Mensch, der einfach auch noch ein bisschen Leben genießt, wo die Sachen locker nehmen will. Und plötzlich kommt sehr viel Druck und sagt, du musst jetzt und jetzt und gang. Und in der Schweiz ist eh nicht mitzusuchen. Und das ist einfach nicht wahr, oder? Ich meine, das erste Interview, das sie mir gibt, sagt sie mir, sie denke gar nicht so weit, sie will zuerst mal verletzungsfrei bleiben. Und das ist halt schon wichtig, oder? Ich hatte zuerst Angst, dass sie sich verletzt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich mehr Angst habe oder weniger, wenn ich höre, dass das so eine Situation ist, aber ich glaube, eins sind wir uns einig, du und ich, und auch, ich glaube, der Glenn und viele andere. Für Rahel ist es eh noch nicht an der Zeit, ins Ausland zu gehen. Nein. Ich glaube, sie muss noch Fortschritt machen, sie ist extrem gut, aber sie muss eben, wie ich finde, noch gewisses Zeug lernen, zum Beispiel, dass sie auch eher ein Achter ist, dass sie muss lernen, den Ball transportieren, mehr auszubrechen, dass sie muss lernen, schneller aus der Distanz abzuziehen. All die kleinen Sachen, die du halt noch lernen musst, jetzt natürlich. Und das sind alles die fußballerischen Aspekte, die sicher mit reinfliessen. Aber es ist doch gerade auch nochmal wichtig, dass man auf persönlicher Ebene nochmal einen Schritt vorwärts macht, bevor man sich an eine Profikarriere stellt, bevor man seine Familie und sein ganzes Umfeld zurücklassen kann. Und das ist sicher auch ein wichtiger Teil von dem ganzen Prozess, wo auch darüber wird entscheiden, ob sie den Weg überhaupt einschlagen oder nicht. Genau. Und jetzt im Moment wird es wahrscheinlich einfach das Wichtigste sein, dass man ihre Freude am Fußball lässt, dass man ihre die nicht nimmt durch all den Druck und all die äußeren Einflüsse, die auf sie einprasseln. Und darum muss man da einen Weg suchen zu Zern, dass man das ein bisschen in Einklang bringen kann, dass man die Freude am Sport in den Fokus und ins Zentrum stellt und dass man die restlichen offenen Fragen, wo sie auch noch nicht wird können beantworten im Moment, dass man die einfach mal außen vor lässt und dass die nicht im Zentrum stehen. Völlig, was du sagst, haben wir ja auch schon letzte Woche zum Beispiel angesprochen mit der Floriana Esmaili. Es kann ihm sehr schnell langweilig werden als Profifußballer. Ich empfehle ihr, zuerst mal die Matura gemütlich zu machen. Wenn es muss sein, halt etwas weniger zu shooten, wenn du das gerade brauchst. Den Kopf ein bisschen lüften. Dann Pilot 10 noch etwas wachsen, sicher noch ein, zwei Jahre. Profitieren, solange du Melanie Müller noch neben dir hast, kannst du sehr viel von deinem Spiel erweitern. Habe ich das Gefühl, kann Rahel noch viel von ihr lernen. Und dann können wir da über das Ausland reden. Und der Traum Barcelona ist für Rahel nicht weit weg. Ich glaube, das kann sie erreichen. Und in den Nazi sollte sie auch weiterhin ein Thema sein. Luzern, gutes Team. Ich möchte noch unterstreichen, ohne Rahel, Job, aber allgemein schon diese Saison. Nicole Remund, unglaublich guter Match. Auch von ihr, wie von der Melanie Müller. Bei Nicole Remund gibt es noch ein bisschen extra, weil sie
Sie ist angeschlagen, sie hat verletzt raus müssen, kurz vor der Pause, kommt nochmal, macht alles Wichtige. Sie holt den Freischuss raus, der dann den Ausgleich geht. Sie ist beteiligt an fast jeder Gefahrensituation. Unglaublich gute Spielerin, die sich selber ein bisschen neu entdeckt, wieder in dem Mittelfeld. Also, das ist eigentlich nicht ihre Position, sie ist mehr auf der Aussenbahn tätig. Ja, man hat sie in der Vergangenheit oft als Flügel oder als Außenverteidiger eingesetzt, bei Zürich, in der Nazi, am Anfang auch sicher bei Luzern. Und ja, es ist so ein zweiter Frühling, den sie jetzt erlebt. Oder dass ihre, der Glenn oder der Glenn vielleicht auch nochmal ganz andere Fähigkeiten ihre sieht und ihre auch attestiert und ihre die Chance gibt, um das auch auszuleben. Und ja, es ist sicher wichtig, sie kommt aus einer Verletzung, sie hat aber das Vertrauen vom Trainer. Das erleichtert einmal Spielerin natürlich einiges, gerade auch wenn man zurück in eine Mannschaft finden muss und zurück zu seiner Leistung finden muss. Sie macht sehr gut, was auch nicht immer selbstverständlich ist für jemanden, der immer auf der Außenbahn gespielt hat, plötzlich im Zentrum spielen. Es ist eine sehr grosse Umstellung. Rein, du musst so viel säckeln, sagen meine Kollegen. Ja, und auch rein von der Orientierung. Oder? Wenn du auf der Außenbahn spielst, ist die Orientierung auf dem Platz ist ganz eine andere, als wenn du plötzlich im Zentrum spielst. Haben wir erst kürzlich gesehen mit der Josek Wogoni, der Nazi. Genau. Das ist nicht ganz so einfach. Vor allem, wenn du über Jahre immer auf dieser Position gespielt hast. Und, aber man merkt das von außen überhaupt nicht. Es macht auch Schein, als würde sie, als hätte sie nie etwas anderes gespielt. Ich finde, die Laufwege offensiv und defensiv die stimmen absolut. Sie macht die wichtigen Schritte, auch dort, wo es weh tut. Und ja, ist da natürlich auch ein Ausgangspunkt von Gefahr gewesen in dem Spiel. Natürlich hat auch sie wahnsinnig viel Spielerfahrung auf höchstem Niveau. Und das merkt man auch. Oder? Es ist viel auch Erfahrung, die da mit ihnen spielt. Antizipieren von Spielsituationen und ja, sie tut dem Team extrem gut, gerade in der Vorwärtsbewegung, wo man doch eher jung aufgestellt ist. Tut sie sicher das Ganze ein bisschen ausgleichen mit ihrer Erfahrung und bringt sicher einen grossen Pluspunkt in das Team von Glenn Meyer. Ja, also ich bin sehr angetan von jedem Match, den sie macht. Das Einzige, was ich ihr nicht mag, ist, dass sie nicht gerne Interviews gibt. Ja. Aber du, ich verstehe es wenigstens. Sie ist ja die eine von denen, die einzige, die in der Pause nicht eingeht, weil sie muss warm bleiben. Ich bin hautnah dabei gewesen, als sie das herausgefunden hat. Weil am einen Match verletzt sie sich wieder, weil sie eingeht. Am zweiten Match sagt sie, ich bleibe das. Und dann macht sie so ein bisschen Laufübung und dann geht es. Ja, das Luzern, das gefällt einem. Vor allem, es ist intelligent, aber auch virtuos genug, um etwas zu holen. Mir gefällt Melina Skodeler sehr gut als Außenverteidigerin oder Flügel, je nachdem, mit der Alessia Ambühl. Die zwei harmonieren sehr gut. Das Luzern mit einer fitteren Melina Skodeler, die ja auch erst kürzlich von Verletzung zurückkommt. Mit einer bestimmten Alessia Ambühl, die sehr gute Match gemacht hat bis jetzt. Mit einer Rahel Schopnacher, mit einer Melanie Müller, die weiter vorne kann spielen kann, mit einer Nicole Remond, die so spielt, und einer reiferen Julia Hölschi zusammen mit einer befreiteren Irina Brütsch, die dann weiter vorne spielen darf, habe ich das Gefühl, kann sehr, sehr viel Schaden anrichten in dieser Liga. Und würde mich sehr freuen, auch die mal international zu sehen, die Spielerinnen. Ich denke, das Team hat jetzt ein bisschen das, was es braucht. Der Glenn hat jetzt anderthalb Jahre Zeit gehabt mit ihnen. Nochmal ein halbes Jahr, nochmal ein Jahr anhängen, vielleicht ein bisschen verstärken. Das könnte etwas werden. Ja. Luzern wird heute aber noch gegen Basel spielen, aber ich nehme an, es ist ein Stein gemeißelt, dass die dritt bleiben, jetzt zum Überwintern. Ich werde auch noch ein Match gegen IB dabei sein. Dann müssen wir schauen, ob das nicht auch der letzte Match ist, den wir diese Saison machen. Ich weiß nicht, wo ich am 12. nochmal ein Match machen. Aber ja, die Liga, was sonst noch passiert ist, kurz für euch, dass ihr es wisst. IB gewinnt zuerst gegen Basel in einem Wahnsinnsspiel, 4-3, IB führt 2-0, da macht Basel das 3-2 und gewinnt IB den Match noch. Also dort Glück gehabt für IB, oder
tüchtig gewesen. Aber wieder, sie kassieren 3 Goal, machen Spulst weiterführen gegen Servet, führen sie, also sind sie noch hinten, machen sie 1-1 und verlieren dann 4-1 in Genf. Nicht optimal, da muss ich schauen. Natürlich ist ein Teil der Gründe sicher, dass sie 2-3 Spielerinnen müssen schonen in dieser englischen Woche. Aber das kann nicht die einzige Erklärung sein. IB muss hier besser verteidigen. Einfach. Das heisst aber auch, dass Servet wieder eine Renaissance hat. Servet versucht wieder den 4. Platz, vielleicht auch noch den 3. zu verwischen diese Saison. Also die kann man auch noch nicht abzählen. Iverdon bekommt 5-0 von Lugano. Das zementiert Lugano auf dem 2. Platz und Iverdon weiter hinten. Aber weil GC, der sich wahrscheinlich einen Punkt verdient hat gegen Zürich, keinen Punkt bekommt, ist dort der Abstand 6-9 noch nicht so gross. Ich denke, im Winter werden wir jetzt keine grossen Shifts in der Tabelle, oder? Nein, ja, meine Einschätzung ist, dass die Tabelle so wird bleiben bis zum Winter. Bis zur Winterpause. Gerade vorne wird sich nichts mehr ändern. Gerade der erste, zweite Platz sowieso nicht. Luzern wird den 3. Platz behalten können, da bin ich mir sicher. Und auch sei denn, sie verlieren heute gegen Basel wieder in der 94. Minute. Ja, natürlich. Aber wenn man Luzern letzte Woche gesehen hat, mit dem Auftritt, wo sie angelegt haben gegen Zürich, bin ich eigentlich optimistisch, dass das so wird bleiben. Und auch im hinteren Teil der Tabelle habe ich nicht das Gefühl, dass sich da gross noch etwas wird tun. Und dann ist vor allem spannend, was vielleicht auch in der Winterpause in den einzelnen Clubs wird passieren. Genau. Kann man sich verstärken? Gibt es da gewisse Änderungen, vielleicht auch in den Teams und so weiter? Und dann bin ich auch gespannt, wie die Teams wieder in der Rückrunde werden starten. Genau, reden wir noch kurz über das. Der Andy Ladner hat ja mal gesagt, er will Spielerinnen vielleicht auslehnen. Es wird nachlegen, dass er sie innerhalb der Liga auslehnt. Aber wenn er jetzt so schaut, wie sie im Wackeln sind, vielleicht nicht mehr. Guido Calles sagt in meinem Interview mit mir nach der Cup-Auslosung, sie sind mit 2 Spielerinnen im Gespräch. Was kannst du dir ausmalen, was das für 2 Spielerinnen sind? Wer würde in dem Moment zu GC wechseln innerhalb der Liga? Ich meine, wenn er sagt, 2 Spielerinnen, die etwas bringen könnten, müssen sie ja fast Spielerinnen aus der Liga sein. Weil aus der Nazi B holst du jetzt nicht noch jemanden. Also kannst du schon, aber... Es ist ganz schwierig, das einfach so abzuschätzen. Gibt es irgendein Team, wo du dir vorstellen kannst, dass Leute würden wollen, zu GC wechseln? Von IB aus, von Basel aus, von Luzern aus? Ja, wenn ich so die Teams anschaue, dann wahrscheinlich auch Menschen noch von Zürich. Weil Zürich einfach, zumindest macht es den Anschein, als hätte Zürich das breiteste Kader. Mhm. Und dort hast du vor allem auch Spielerinnen, die ein gewisses Niveau haben. Mhm. Die eigentlich auch das Niveau haben zum Spielen und zum Spielminuten überkommen in dieser Liga. Und das bei Zürich vielleicht nicht ganz so oft, wie sie sich das selber vorstellen, überkommen. Also das wäre für mich so der naheliegendste, die naheliegendste Erklärung, wer könnte wechseln. Dass es dort allenfalls die ein oder andere Spielerin gibt, die nur als Ersatzspielerin fungiert im Moment und aber eigentlich ein Potenzial für viel mehr hat. Und es wäre natürlich von der geografischen Lage sehr, sehr ähnlich. Ja. Die anderen Teams wüssten jetzt nicht, ob da jetzt jemand wird abziehen. Luzern ist doch auch eher knapp an Leuten, weil sie auch immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen haben. IB hat gerade im Sommer relativ viele Spielerinnen abgegeben. Habe ich auch nicht das Gefühl, dass da irgendjemand wird gehen. Bei Basel weiss ich nicht, wie es im Moment aussieht, aber bei Basel schätze ich eher nicht, weil sie doch jetzt immer wieder... Du bist lieber bei Basel zweitletzt als bei GC zweitletzt, ja. Ja. Und darum, wenn, dann würde ich wahrscheinlich schon eher auf Zürich tippen. Ja, es ist recht spannend zu sehen, was dann geht. Kurz noch 2 Minuten Cup-Auslosung gesehen. Ich habe das Ganze gefilmt, das könnt ihr bei uns auf YouTube sehen. Nachher habe ich auch geredet, mit wer mit mir reden wollte. Nadja Fuhrer und Guido Calles haben sich angeboten, weil die mit mir eben schon über den Match geredet haben. Beide freuen sich, auf IB zu treffen, aus unterschiedlichen Gründen. Nadja Fuhrer will sie das Derby für ein Finale aufsparen. Guido Calles will er sagen, IB könnte er besser, Zürich ist zu schwierig und St. Gallen könnte er zu wenig. Die St. Gallen Girls sind recht froh. Können sie auch Finale spielen. Ein bisschen traurig, dass sie kein Heimrecht haben. Und auch, dass halt Zürich kommt, ist halt immer schwierig, aber sie freuen sich.
Wie schätzt du die zwei Halbfinals ein? Ja, wenn man Zürich St. Gallen anschaut, dann sind die Machtverhältnisse eigentlich sehr klar verteilt vor dem Spiel. Wie gesagt, es ist Göppe, es kann alles passieren, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass Zürich das wird meistern und das Spiel wird gewinnen. Es wird sehr schwer für St. Gallen. Ist natürlich eine zusätzliche Motivation, alles oder nichts. Man hat natürlich den stärksten Gegner, man hat den Titelverteidiger. Man ist überhaupt schon im Halbfinale, weil man wahrscheinlich zu Beginn dieser Saison wahrscheinlich noch nicht damit gerechnet hat. Obwohl, jetzt denken sie auch an Aufstieg, sie sind ja zoberst auf der Tabelle. Genau. Und ja, ich bin der Meinung, die Rollenverteilung da ist ganz klar. Zürich ist absolut der Favorit. Im anderen Spiel sehe ich die Vorteile eher ein bisschen bei IB. IB hat bis jetzt für mich in dieser Saison ein bisschen den stabileren Eindruck gemacht, wie geht sie. Die besseren Spielerinnen durchs Band. Ja, ich habe einfach auch gerade offensiv vielleicht auch ein bisschen mehr Durchschlagskraft wie GC. Obwohl GC sich momentan so ein bisschen im Aufwärtstrend befindet. Und wenn IB defensiv weiterhin so ein bisschen löchrig ist, dann könnte das. Aber ich sage, das wird sicher die knappere Angelegenheit. Es könnte ein sehr enges Spiel werden, vielleicht auch ein Spiel, das in die Verlängerung geht. Aber ich sehe so gewisse Vorteile schon hier bei IB. Ich denke auch. IB Zürich im Finale wäre sicher eine spannende Affische. IB St. Gallen auch, aber auch GC St. Gallen. Also, da ist nichts verloren und nichts gegessen. Ich habe das Gefühl, vier würdige Teams in diesem Halbfinale. Der Nils Nielsen hat ausgelost. Der Nils Nielsen schaut sein erstes Spiel angeblich. Ich bin ziemlich sicher, ich habe ihn schon zwei, drei Mal gesehen. Im Stadion mal lungern. Vielleicht waren es aber auch Nazi-Matches. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, er hat schon zwei, drei Spielerinnen angeschaut. An so einem Match geht Zürich Derby, sieht er natürlich auch zwei, drei Spielerinnen, die er aufbieten sollte. Gerade Rihanna Fischer hat dort vielleicht endlich ihre Seite-Ticket für die Nazi für das erste Aufgebot geholt. Mehr wissen wir dann im Februar, wenn es an Algarve Cup geht, wahrscheinlich. Man weiß es noch nicht genau. Was wir auch wissen, 2021 wird EM in England stattfinden. Das heisst, wir haben jetzt schon drei Schweizerinnen in England. Die haben sicher Freude, wenn sie dann daheim shooten. Wahrscheinlich gehen auch noch zwei, drei andere Spielerinnen nach England. Ich glaube, das ist die Liga to be im Moment. Also sicher interessant für uns, auch der Ansporn für die Spielerinnen. Wir wissen, die Schweiz, die Herren werden Final Four gegen Portugal spielen im Halbfinale. Schwierig, Portugal hat Heimvorteil. Wir wissen, wir sind nächste Woche das letzte Mal dieses Jahr dann für euch da. Dann machen wir fertig für das Jahr. Mal schauen, wenn wir zurückkommen. Aber über das können wir nächste Woche dann reden. Ihr wisst, wie es geht. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, lasst einen Kommentar da. Sonst subscribe auf YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, Soundcloud, ich weiß alles, Twitter, ich glaube, das ist alles mittlerweile. Alia, danke vielmals für deine Zeit. Danke dir. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Woche, zum letzten Mal, dann Frauenfußball bei uns und eine schöne Weihnachten. Schaut unseren Adventskalender, ist recht gut das Jahr. Tschüss zusammen.